So, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zum letzten Vortrag. Ich darf ganz herzlich auch begrüßen den Klaus Eichel, den DL6 SCS, den EMV-Referent des DAAC. Ich bin der Christian, DL3 MBG und Mitglied im DAAC-Vorstand, gleichzeitig auch noch Vorsitzender vom Runden Tisch Amateurfunk. Ich habe das Logo vom Runden Tisch Amateurfunk auch mal eingefügt, weil in vielen Sachen ist auch der Runde Tisch Amateurfunk eigentlich der Ansprechpartner gegenüber Regierung und Behörden. Über was wollen wir alles reden? Der Titel heißt einfach Aktuelles aus dem DRC-EMV-Referat. Und ich habe einfach mal so ein bisschen... Wo schalte ich denn das aus? Warum geht das selber weiter? Das ist ein Stressgenerator. Der möchte, dass ich schneller fertig bin. Es geht um folgende Sachen, interessante Erkenntnisse der Bundesregierung. Ich habe ein paar Sachen hingeschrieben, wo eigentlich die Bundesregierung Kenntnis hat von Störungen. Das ist ganz interessant, weil eigentlich müssten sie dann auch dagegen was tun, aber sie tun ja nichts, obwohl sie es wissen, was Sache ist. Und dann, wir haben zurzeit eine Umfrage über Grundrauschen, das hier als subjektives Empfinden über Störungen mit einer geringen Genauigkeit ausgewertet wird. Wir kommen dann noch ein bisschen dazu zu sprechen. Wir wollen heute die Leute ein bisschen sensibel machen für das, was hier gerade mit unserer Ressourcefrequenz passiert. Und dann drittens die flächenmäßige Messung mit kalibrierten Geräten, Antenneempfänger. Wir wollen hier Langzeitmessungen an mindestens 50 Standorten in Deutschland durchführen. Probieren wir mal die nächste Seite. Ich hoffe, sie bleibt stehen. So, es gibt eine Bundestagsdrucksache, die kommen regelmäßig raus, einmal im Monat. Und da stellen Abgeordnete... Schauen wir mal. Und da können Abgeordnete über Anfragen oder Fragen stellen an die Regierung. Und die Regierung gibt dann entsprechend die Antwort dazu. Eine schriftliche Anfrage gegenüber die Anzahl der Störungen und was mit Störungen zu tun hat. Und da schreibt der Staatssekretär Matthias Machnick zu Frage 48, das war die Anfrage eines Abgeordneten der Partei der Grünen, über gemeldete Breitbandstörungen. Da schreibt, die im Vergleich zum Vorjahr deutlich geringere Anzahl der gemeldeten Störungen für das Jahr 2017 resultiert aus der Diskussion zur Umsetzung des Bundesgebührengesetzes im Bereich der Störungsbearbeitung. Aufgrund der nicht auszuschließenden Gebührenerhebung wurden im Jahr 2017 insbesondere von der Deutschen Telekom weniger Störungen gemeldet. Natürlich auch von Funkamateuren wurden aufgrund dieser Tatsache wesentlich weniger Störungen gemeldet. Wir haben das ja mehrfach angeprangert, auch in Schreiben an die Bundesnetzagentur, dass es eigentlich ein Unding ist, wenn ein Gesetz im Dezember 2016 fertig ist und ein Dreivierteljahr später immer noch keine Lösung zur Vergebührung da ist. Und die Bundesnetzagentur hat dann die Leute sogar angeschrieben und hat sie darauf hingewiesen, dass die Störungsbearbeitung mit einer entsprechenden Gebühr oder mit der kompletten Bezahlung dieses Arbeitseinsatzes zu tun ist. Wir geben auch der Bundesnetzagentur hier nicht die Schuld. Wir geben nur der Bundesnetzagentur die Schuld, dass sie dem Runden Tisch Amateurfunk lange Zeit eine Antwort schuldig geblieben ist, was da los ist und was da passiert. Und wenn man weiß, wie die Bundesnetzagentur Zugang zum Wirtschaftsministerium hat, hätte man sich eigentlich schon gewünscht, dass man hier mehr Informationen bekommt. Weiterhin schreibt der Staatssekretär Matthias Machnick,
mit der Verabschiedung der besonderen Gebührenverordnung zum Bundesgebührengesetz, die die Gebührenbefreiung unverschuldeten Betreibens eines zu beanstandenden Betriebsmittels vorsieht, erwartet die Bundesnetzagentur für das Jahr 2018 einen tendenziellen Anstieg der Störungsmeldungen auf das Niveau von 2016 oder mehr. Damit ist eigentlich bekannt, dass Breitbandstörungen zunehmen. Eigentlich würde man davon dann ausgehen, dass man hergeht, mit der Marktüberwachung wesentlich stärker eingreift und störende Produkte vom Markt nimmt. Mit dem Vortrag gestern von DB1NV haben wir jetzt eine Möglichkeit, ja selber sowas, eine Netznachbildung zu bauen, Produkte selber zu messen. Übrigens auf der DAC-EMV-Referatseite sind viele Messungen von LED-Lampen, Netzteilen, PLC-Modems auch veröffentlicht. Ja. Die Bundesnetzagentur Marktaufsicht hat die Zahlen veröffentlicht in der Marktaufsicht für das Jahr 2017, sind sehr informativ und auf der Seite abrufbar. Ja. Also das sehr starke Anstrengungen gemacht sind. Also ich spreche nicht pro Domo, nicht bei der Bundesnetzagentur, sondern habe nur mit denen etwas zu tun gehabt, dass dort eine 500.000 Produkte und speziell auch im Internet analysiert und am Verkauf. Das ist richtig, es ist noch viel zu wenig, was ist. Die Forderung des Runden Tisches Amateurfunk war immer, es müssten die Strafen beim Importeur drastisch erhöht werden, es müssten Gewinne abgeschöpft werden, die mit dem Handel von solchen Produkten entstehen, und damit wäre dann relativ schnell dem Ganzen ein Riegel vorgeschoben und auch Importeure würden vielleicht sogar mal zu einem zertifizierten EMV-Labor gehen und die Sachen, die sie da importieren, mal untersuchen lassen. Ich denke, sowas müsste unbedingt passieren. So, eine weitere Anfrage, Nummer 47, aus demselben Schreiben von einem Abgeordneten der Bündnis, vom Bündnis 90 Die Grünen. Inwiefern können elektromagnetische Strahlungen die verfügbare Datenrate von DSL-Anschlüssen einschränken und wie beurteilt die Bundesnetzagentur dieses Problem von den Ausmaßen her? Der Staatssekretär Machnik antwortet wie folgt. Die Bundesnetzagentur hat mitgeteilt, dass es in der Praxis immer wieder vorkommt, dass die Datenraten von DSL-Anschlüssen durch elektromagnetische Störungen oder Strahlungen reduziert werden. Ach was. Die Beeinträchtigungen resultieren in aller Regel unmittelbar durch Wechselwirkungen im Hausbereich und beim Teilnehmer. Ursächlich sind häufig mangelhafte oder defekte Netzteile, die Grenzwerte zur elektromagnetischen Verträglichkeit nicht einhalten. Die Beeinträchtigungen können im Nahbereich durch abgestrahlte Störfelder verursacht werden, die auf ungeschirmte DSL-Leitungen im eigenen oder im nachbarlichen Haushalt einwirken. Störungen können aber auch durch Störspitzen verursacht werden, die durch Rückwirkung des Netzteils ins Stromnetz eingespeist werden und sich auf benachbarte Häuser auswirken können. Durch im Haushalten häufig parallel geführte Leitungen, Stromnetz, TK-Leitung, im Stromnetz haben sie dann noch PLC drauf, können diese Störspitzen im Stromnetz auf DSL-Leitungen einstrahlen. Die Entwicklung der Störungsmengen der letzten Jahre korreliert nach Erkenntnissen der Bundesnetzagentur mit dem bundesweit voranschreitenden Breitbandausbau. Eigentlich uns Funkamateuren schon sehr lange bekannt, auch in der Regierung weiß man jetzt eigentlich, was los ist. Eigentlich müssten sie darauf einwirken, Verordnungen erlassen, dass eigentlich nur noch geschirmte Kabel verwendet werden dürften. Und kein PLC. Und kein PLC eigentlich hier auf ungeschirmten Leitungen verwendet werden darf. So, ich wollte das mal einfügen, weil das ist relativ aktuell. Es zeigt eigentlich, dass die Politik eigentlich weiß, was los ist, aber ich denke, sie kapieren es nicht, was sie da tun müssten, um das abzuschalten. Aber für das hätten sie eigentlich ihre Spezialbehörde, die Bundesnetzagentur, die hier entsprechend Vorschläge machen müsste. Dann mag ich nicht widersprechen, dass das Wirtschaftsministerium...
Ja, die sind halt sehr marktfreundlich. Hier Kraftfahrtbundesamt, gleiche Situation. Aber es gibt einen Hoffnungsschimmer. Es gibt eine Arbeitsgruppe zwischen der Bundesnetzagentur und der chinesischen Äquivalenz, von der man jetzt überlegen muss, wie ernsthaft meint es die andere Seite, oder zumindest für ein direktes Gespräch am Arbeitsende statt. Also, ja, das. Wir sind auch sehr skeptisch, weil ich denke, es hilft nur, dass man die Marktaufsicht massiv verstärkt und entsprechend mit wirklichen Befugnissen ausstattet, dass die auch wirklich einschreiten können und entsprechende Strafen verhängen können. Sonst wird das nie was werden. Es gibt noch einen Punkt, und der kommt aus Brüssel. Und in Brüssel mehren sich langsam die Schiene, bis sie sagen, wir müssen aber Marktaufsicht überwachen, generell für alle die sehr langsam. Zwei Geschwindigkeiten in Brüssel, Stopp oder langsam. Gut, kommen wir weiter zur nächsten Sache, Umfrage Grundrauschen. Ich habe hier einfach mal die DAC-Webseite reinkopiert, da ist ganz oben unter Aktuelles ein Link eingefügt, Grundrauschen, auch EMV-Störung, was tun. Das führt hier zu einer direkten DAC-EMV-Seite, wo beschrieben wird, was man bei EMV-Störungen zu tun hat. Wir haben das, um dem Thema auch die Wichtigkeit zu geben, ganz oben auf die DAC-Homepage gesetzt, weil einfach unsere Meinung ist, die Ressource, Frequenz müssen wir schützen. Weil wenn die verloren ist, können wir unser Hobby alle nicht mehr ausüben und es darf nicht so weit kommen. Wir wissen ja, das Rauschen steigt ständig an und aus diesem Grund wollen wir auch die Leute sensibel machen für das Grundrauschen. Wir haben dann so eine Umfrage gemacht, wo man verschiedene Sachen eintragen muss. Wichtiges Datum, Rufzeichen und die Uhrzeit. Ach, das Ding macht viel Spaß. Ist das schon abgeschlossen? Nein. Kommen gleich dann dazu. Uhrzeit, auch wegen dem, was vorher der Harald hier gesagt hat, dass zu unterschiedlichen Tageszeiten auch das Rauschen immer ein bisschen unterschiedlich ist. Wir wollen das hier auch mit erfassen. Die Bandbreiten und dann auf der anderen Seite S-Meter oder dBm, wenn jemand einen SDR-Receiver hat. Wir wissen, mit diesen Angaben, die wir hier einfordern, können wir keine wissenschaftliche Auswertung machen, sondern es ist einfach, man möchte die Leute darauf aufmerksam machen, beobachtet mal eure elektromagnetische Umgebung, was ist denn los, was passiert, wie verhält sie sich, wie verändert sie sich, um das geht's. Verwende das Gerät, da steht extra dort ohne Vorverstärker, bitte bevorzugt SDR mit kalibrierter Anzeige verwenden. Wenn wir das Gerät wissen ohne Vorverstärker, dann können wir eventuell noch einen Korrekturfaktor mit einfügen in die Auswertung, um das dann noch genauer zu machen. So. Die ITU-Kurven haben wir im letzten Vortrag ja schon gesehen. Das ist der Beschleunigungsmodus. So, diese Kurven, ich denke, man muss nicht mehr dazu erklären. Ich möchte auch das nicht zu lang machen. Mein Computer treibt mich ja eh schon an, dass ich schneller werden muss. Vielleicht noch eine Sache auf der DRC-EMV-Referatsseite. Da gibt es folgende Software, und zwar, ist das da, nennt sich das Noise Reporter. Da kann man das selber eintragen und man sieht sofort, wo man rauskommt. Ich habe jetzt hier zum Beispiel ganz oben links, habe ich das 80-Meter-Band, ich habe S9, so, und jetzt gehe ich da mal auf Enter. Und jetzt wird das berechnet und ich sehe, ich bin hier, in einem schwarzen Punkt und der sagt, ich bin irgendwo in einer City. Es ist durch die NAFEL-Problematik ein absolutes Gefühl. Es ist schon
Du hast recht, es ist sehr, aber es ist ein bisschen ein Indikator ist es. Die Frage ist auch die Bandbreite berücksichtigt worden bei den Branchen. Ja, hier oben ist die hier kannst du die Bandbreite einstellen und die wird dann entsprechend berücksichtigt. Ich wollte nochmal darauf hinweisen, dass es hier sowas gibt. So, und dann möchte ich eigentlich das Wort weitergeben zum Klaus. Das Mikrofon haben darf. Ja. Ich weiß nicht, ob ich es alleine bringe. Perfekt. Dankeschön. So, ich heiße Klaus Eichel, bin seit über 40 Jahren in diesem Metier tätig, war früher bei AEG Telefunken und weiteren namensgleichen Firmen. Und bin 1984 habe ich mich selbstständig gemacht und bin jetzt noch in beratender Funktion tätig. Seit letzten Juni bin ich EMV-Referent. Ich habe mir das etwas einfacher vorgestellt. Die Arbeit ist gewaltig, die Zahl der Beschwerden ganz enorm. Und der DAC hat sich freundlicherweise entschlossen, uns aus der Situation, dass jeder meckert und keine Zahlen hat, herauszuführen. Das heißt, wir haben gesagt, das Erste ist, wir fragen mal, wer fühlt sich eigentlich wie gestört in seinem Funkamateur, in seinem Funkwesen und mag nicht mehr. Ihm ist das Funken verleidet worden. Das ist die Umfrage. Wir wissen natürlich ganz genau, dass das keine wissenschaftliche Sache ist, aber einen Anhaltspunkt gibt es trotzdem. Wir haben über 700 Antworten bisher erhalten, was sehr erfreulich ist. Wir hatten für nächste Woche, wo wir unsere EMV-Tagung in Bebra haben, hatten wir mit 500 gehofft. Und jetzt sind es heute schon, wie viel waren es? 708 vorhin. Also wir schaffen die 800 bestimmt bis nächste Woche. Und ein jeder ist aufgefordert, der noch nichts davon wusste, dieses Formular doch bitte mal auszufüllen. So, ein Gefühl, ist das nun zu viel oder zu wenig? Das reicht nicht, sondern wir brauchen, speziell wenn wir mit irgendwelchen politischen Leuten verhandeln, brauchen wir Fakten und sonst gar nichts. Und dazu dient das System ENAMS, Electrical Noise Area Measurement Monitoring System. Was heißt das eigentlich? Wir wollen wissen, was ist in Deutschland los und nicht nur heute oder morgen, sondern in Langzeit, 5 Jahre oder mehr, an 50 Orten. Mit einer Antenne, die der Jörg entwickelt hat, mit all ihren Kalibrierunsicherheiten, mit einem Empfangssystem, es wird ein SDR-Empfänger sein, und da rechnen wir mit einer Kalibrierunsicherheit von 1 dB, vielleicht 1,5 dB, über Langzeit. Und das Ganze besteht aus folgenden Komponenten. Eine Orts- oder nicht mobil, die sind ja fest montiert, die Antennen. Wir werden 1, 2, 3 Empfangsstationen vorhalten, falls irgendwo mal ein Problem auftaucht. Das heißt, dann setzen wir eine Empfangsstation dahin. Das ist ein kompletter Gerätesatz, Antenne, Kabel mit passenden Mantelwellensperren drauf und Empfangseinheit. Man muss jetzt, da wir noch was machen wollen, nicht nur Messdaten aufnehmen und raussenden, ich sage gleich wie, sondern wir wollen im Notfall sie auch noch ansprechen können und reinhören können, falls da etwas Merkwürdiges auftritt. Und wir wollen das mit dem Ohr und Hirn analysieren. Das ist nämlich ein ganz fantastischer Analysator. Wer jemals schon Signale klassifizieren oder analysieren müssen, der weiß, dass man mit dem Ohr sehr viel erreichen kann. Und notfalls auch mit dem Auge-Hirn, indem man auf ein Wasserfalldiagramm blickt. So, das heißt, wir haben eine Station vor Ort, das ist in Kastel, so groß vielleicht wie ein DIN A4 Block. Er ist noch nicht entworfen, der wird jetzt gebaut. In den nächsten Monaten dürften wir das erste Gerät haben. Dort ist ein SDR-Empfänger drin, wir haben natürlich einen im Auge, den wir verwenden wollen, aber es ist noch nicht 100% festgelegt. Dieser SDR-Empfänger, dieser gesamte Empfangssatz hat erstens den Empfänger, die Stromversorgung extrem gefiltert, was bis 30 MHz nicht weiter schwer ist. Eine Speiseweiche für die aktive Antenne und weiterhin auch noch einen GPS-Antennenanschluss. Nicht deshalb, weil wir wissen wollen, wo wir sind, sondern weil wir die Zeit brauchen.
fragt man sich natürlich, wozu brauche ich die Zeit, wenn ich nur Störungen messe? Ja, wir wollen vielleicht noch ein bisschen mehr machen. Stichwort Time of Arrival. Und dazu haben wir einen GPS-Empfänger vorgesehen. Die sind ja heute beliebig billig. So, das ist die, sagen wir, die Messortkomponente. Also Kabelsatz. Und was wir brauchen, Kabelsatz, Empfänger, Antenne draußen mit Verbindungskabel. Was wichtig ist, wir brauchen, damit wir diesen Empfänger jederzeit adressieren können, eine feste IP-Adresse. Das ist nicht einfach so gegeben, das muss man einrichten. So, das ist die Station selber. Sie wird die Empfindlichkeit haben, dass wir bis ländlich ruhig messen können. Und hat auch den Dynamikbereich, dass wir auch notfalls mal einen dickeren Sender nachmessen können. Aber wir wollen eigentlich nicht Sender messen, sondern wir wollen die, sagen wir, die hässlichen Sender messen, die Störer. Um mal einen ganz kurzen Überblick zu geben, wo liegen wir denn? Im SSB-Bandbreite, der niedrigste Wert, der auf 80 Meter je beobachtet wurde, mit einem ADA 200, ist minus 110 dBm. Das ist S3. Das ist verdammt gut. Das hat nichts damit zu tun, ob das auf einem japanischen Transceiver S3 angezeigt wird. Das ist normalerweise schon mal S6. Denn die Japaner haben aus gutem Grund, den haben sie natürlich nicht veröffentlicht, ist bei denen die S-Stufe 3 dB. Warum? Wenn die richtig eine S-Stufe 6 dB hätten, dann würden wir dauernd S4, S5 anzeigen. Und da gibt es genügend OMs, die finden das gar nicht gut. Und ich habe jetzt gerade wieder eine E-Mail gekriegt, ja, bei mir ist alles noch in Ordnung, ich habe nur S2. Ja, das sind vermutlich S5 bis S6. Also das, so gut, so in Ordnung ist das gar nicht. So, was machen wir mit diesen Empfängern? Diese Empfänger arbeiten autonom. Das heißt, wir kommandieren sie nicht zu etwas, viel zu viel Arbeit oder Zeit, sondern im Viertelstundenrhythmus senden die Werte aus. Welche Werte sind das? Wir scannen mehrere Bänder. Im Augenblick sind wir bei 12, können bis 14 werden. Mit einer Bandbreite so, dass wir auf eine Auflösebandbreite im Bereich von einigen 100 Hertz kommen. Wir möchten nicht mehr nehmen, weil wir sonst bei belegtem Band die Lücken nicht mehr finden. Die Erfahrung zeigt, 100 bis 300 Hertz sind toll. Wir möchten natürlich auch eine solche Bandbreite haben, dass wir eine Integrationszeit von einer Sekunde mit nicht allzu viel Unruhe im Ergebnis haben. Die eine Sekunde ist genormt und deshalb machen wir das so. Diese Empfänger bilden, sagen wir, wie funktioniert das Verfahren? Und das ist noch nicht ganz festgelegt, wie wir es machen. Wir werden diese Empfänger, sagen wir, die Auswertung so machen, wie jemand von uns das macht, der vom Wasserfalldiagramm sitzt. Der sieht ein bestimmtes Band und sagt, ach, guck an, da ist Ruhe, da sind Lücken. Dann messen wir mal. Das ist der Wert, nur das bitte, Auge, Hirn, ist ein sehr komplexer Vorgang. Das bitte im Rechner zu programmieren, ist nicht ganz einfach, denn wir wollen nicht Nutzsignale haben. Wir wollen Störsignale finden, Grundrauschen oder Grundschmutz. Das heißt, wir werden, so wie es im Augenblick aussieht, in einem Zeitrahmen von ungefähr 12 Minuten, werden wir alle interessierenden Frequenzen, die uns interessieren, abklappern. Dort mit variablen Integrationszeiten, nicht nur mit der einen Sekunde, sondern auch mal ein bisschen länger, nachprüfen, wo sind denn die verschiedenen Minima, was haben wir denn? Und das gibt dann einen Zahlenwurm, zusammen mit der Stationsidentifizierung und der Beobachtungszeit. In der 14. Minute von einer Viertelstunde werden die an mehrere Adressen gesendet. Das heißt mindestens an zwei Adressen oben in Baunatal, wo diese Daten gesammelt werden und einfach in eine Datenbank eingespeichert werden. Dann kann man leicht ausrechnen, 50 Stationen mal viermal pro Stunde sind 200 Messwerte und das sind, naja, sagen wir, vielleicht 30 Zahlenwerte, die wir rausschmeißen. So viel ist das nicht, aber die kommen dauernd. Das hört nicht auf. Natürlich ist in dieser Datensammelstation auch drin ein Wachhund. Wenn eine Station sich nicht meldet, längere Zeit, dann gibt es Alarm. Da muss mich einer hin, da stimmt was nicht, der ist ausgefallen. So, das ist der, Anteil des Messsystems über Deutschland verteilt. Wir sind nicht daran interessiert, überall die ruhigsten Orte in Deutschland zu finden. Das ist völlig uninteressant. Erstens kennen wir solche, aber wir wollen wissen, wo sieht es aus, zum Beispiel in der normalen Großstadt.
wo uns die Störungen ins Bein beißen. Das wollen wir wissen. Das heißt, wir werden die Auswahl der Messorte so vornehmen, dass wir sagen, das ist ungefähr die typische Verteilung von QTHs. Vorstadt, Innenstadt, wobei wir natürlich uns völlig im Klaren sein müssen, dass 160 Meter für eine Mietswohnung nicht unbedingt das geeignete Band ist. Weil, wenn auch manche meinen, sie müssen das wollen oder können, es geht nicht. Aber 80 Meter möchte man doch schon, es ist ein nettes Band, da kann man ja schwätzen, wird auch sehr viel geschwätzt. 80 Meter kann man sich schon überlegen, wenn man ein bisschen Garten hat oder Möglichkeit, eine Drahtantenne rauszunehmen. Und manche machen es sogar mit einer Loop-Antenne auf dem Balkon, was aus EMV-Gründen sehr bedenklich ist. Aber bitte, wir werden solche Orte finden und dort diese Messstationen aufbauen. So, was machen wir nun mit den Daten? Wir werden diese Daten erstmal werden die gesammelt in einem großen Datensum, sprich der Datenbank in Baunatal. Zur Sicherheit halber macht jeder Empfänger, hat er noch 2, 3 andere Adressen. Falls mal was ausfällt, die Daten gehen nicht verloren, die sind noch verteilt. Was machen wir mit diesen Daten? Ganz simpel, wir werten sie aus. Für die Normenfreunde ITU-konform. Umgerechnet auf, wenn man die Daten hat, ist das beliebig, ist reinste Rechenarbeit, stumpfsinnige. Das macht der Rechner schon. Das heißt, wir haben Auswerterechner, die sagen, für die Normenfritzen, für die Noise Measuring Campaign der IRU Region 1, da werden die Daten hingeschickt, in dem Format, wie Sie es gerne wünschen. Dann, wir hätten es vielleicht gerne in S-Stufen. Komm gleich drauf, wenn wir vorbereitet auf Fragen. Wir werden es ortsabhängig darstellen. Mit anderen Worten, wo haben wir in Deutschland die Störschwerpunkte? Das kann ja sein, vielleicht ist es in MacPom auf dem Lande. Könnte es besser sein? Glaube ich nicht, noch nicht mal, da gibt es so viele Windkraftanlagen. Und da wissen wir inzwischen auch, dass die stören wie die Sau. Und zwar im niederfrequenten Bereich, also so 80 Meter auf Kilometer, und zwar die Erreger. Es gibt zwar, entweder sind es die Wandler oder es sind die Wandler, die Leistungswandler oder es sind die Erregerwandler für die Generatoren, falls das keine permanent erregten Generatoren sind. Da gibt es Messwerte inzwischen. So, und wir können es an einem Ort nach Zeit oder nach Bändern, nach Frequenz darstellen. Das heißt, wir haben eine beliebige Darstellmöglichkeiten. Das ist der Grund, warum ich hier gar keine Bilder habe. Wir sind noch am Denken, wie wir das machen. Wir sind natürlich jederzeit immer aufnahmebereit, wenn jemand tolle Vorschläge hat, was man noch machen sollte. Wenn wir die Daten einmal haben, dann geht das alles. Wir müssen nur sicherstellen, dass unsere Messung so ist, dass wir wichtige Parameter nicht verschleifen oder zudecken mit anderen Effekten. Was wir auch noch brauchen, wir werden ungefähr 55 Anlagen bauen müssen, denn die leben auch nicht ewig, da geht mal was kaputt. Da gibt es also Austauschgeräte. Denn wir wollen ja an einem Ort über 5 Jahre messen. Vielleicht auch länger. Das ist also nicht einmal so ein kurzer Schuss, sondern wir wollen Langzeitmessungen machen. Und dann geht es ganz wichtig auf die Argumente, die vorhin gebracht worden sind, die Kalibrierung. Das, was wir machen, muss nachvollziehbar sein. Das heißt, wir werden auch mal die eine oder andere Station vielleicht mit einem Prüfgenerator besuchen und sagen, schauen wir mal, passt das noch? Und auch nach 3 Jahren passt das noch. Das heißt, das ist nicht ein Einmalschuss, sondern das ist ein Langzeitunternehmen. Und man kann sich schnell ausrechnen, was das kostet. Unser Preisziel ist, dass der Hardwareaufwand für eine Station bei 500 Euro, vielleicht 520, 530 Euro liegt. Und das engt die Auswahl der möglichen SDR-Empfänger ziemlich ein. Braucht man nur mal bei Wimo oder Co. den Einstückpreis sich anzusehen. Wir werden natürlich nicht einen Empfänger kaufen, wir kaufen gleich 50 oder 55. Und wer jetzt bei der Fertigung der Antennen oder bei Fertigung der ganzen Empfängergehäuse so ein Mitarbeitsbedürfnis verspürt, dass er sich gar nicht mehr halten kann, der darf sich gerne an uns wenden. Da wären wir dankbar. Ja, jetzt bin ich offen für Fragen. Standort ist
sind die schon festgelegt? Nein. In rechtlicher Hinsicht, das ist ja oft das größere Problem, dürfen wir noch messen, wo wir messen wollen? Oder ist das im privaten Bereich? Das ist im privaten Bereich vorgesehen. Das hat sonst gar keinen Sinn. Wir laufen beliebig in Messer rein und das wollen wir nicht. Der eine Punkt ist, mir scheint es nicht unbedingt sinnvoll zu sein, 5 Jahre lang zu warten. Ich würde denken, vielleicht kann man den ersten Trend schon vorher auskommen. 5 Jahre beobachten sind, aber 5 Jahre ist vielleicht, das geht schon völlig im Grund. Also ich würde gucken, dass möglichst bald unangreifbare Daten vorhanden sind. Und in Bezug auf Unangreifbarkeit ist es meiner Meinung nach unabdingbar, dass wir die EMV-Grenzwerte, die aus den Normen bekannt sind, sofort zur Verfügung haben und sagen, guck, wir sind im Schnitt so und so viel dB unter oder drüber oder was auch immer. Ja, kann ich gleich was zu sagen. Danke für den Vorschlag. Natürlich werden wir, sobald wir was haben, was herausgeben. Sobald wir sicher sind, das ist in Ordnung. Das ist im Bereich von Wochen für eine Station. Vielleicht ein Beispiel zu der Umfrage. Minus 110 dBm war das Beste, das Schlechteste war minus 53 dBm. Auf 80 Meter. Das ist, auf 80 Meter minus 53 dBm, gemessen nach der Vergleichsmethode. Das waren IC765 und daneben ein HP8640B Messsender, umschalten auf Messsender, hochdrehen, bis die gleiche Anzeige kommt. Also das ist ein relativ genaues Verfahren. Also wir haben diesen Bereich und meine persönliche Meinung ist, bis S5 alles im grünen Bereich. Ab S6 kriege ich starke Stirnrunzeln und ab S7 muss ich was tun. Und wer bei S9 nichts tut, dann bin ich fast so böse und zu sagen, denn dem geschieht es recht. Er könnte ja was tun. Wenn er was tut und es geht nicht anders, okay. Aber wir müssen diese Werte kriegen. Wir müssen wissen, wo sind wir. Und S9-Störung in SSB-Bandbreite ist, bitte nicht mit Vorverstärker, dass sich die Anzeige ändert. Das gibt es nicht. Also ich habe 2 Transceiver, da ändert sich die Anzeige nicht. Ich kann selbstverständlich mit Vorverstärker fahren, was so ein Blödsinn ist. Aber wir müssen sicherstellen, oder sagen wir so, wenn wir Funk, ein Interesse am Funk haben, dann ist S9 nicht akzeptabel. Und eins, da muss ich ein Lob aussprechen für die Bundesnetzagentur, man schimpft sie zu Recht in manchen Dingen, vor allen Dingen auf der etwas höheren Ebene. Aber die Arbeitsebene ist so etwas von konstruktiv und kooperativ, das kann man nicht genug betonen. Die kommen schneller, als man überhaupt gucken kann. Kaum ist eine Störmeldung da, 2 Tage später unangemeldet stehen sie auf der Matte und sagen so, wir wollen messen. Also ich habe sehr, sehr gute Erfahrungen mit denen gemacht. Bitte? Ja. Speziell wegen dieses Formulars, was auszufüllen wäre, müsste man dann vorher sämtliche Betriebsmittel im Haus abschalten, inklusive Heizung, den Messempfänger auf Batterie laufen lassen? Es ist sehr empfehlenswert, da kann ich gleich einen Fall berichten, ganz kurz. Ein OM, ich war im Südfrankreich im Urlaub in Wohnmobil, da mache ich üblicherweise mit den 100 Watt am 12 Meter vertikal an die 5,9 in Deutschland. Einer in Schweiz, einer Frauen, eben südlich vom Bodensee, gab mir 5,9, der hat einen Flex 7000. Das war vertrauenswürdig, was er mir einen Rapport gab. Dann kriegte ich von unserem OVV ebenfalls ein 5,9, nein, es war eigentlich ein 4,9 bis 3,9. Er konnte mich nicht richtig lesen, er fragte dauernd nach. Wir haben das herausgefunden. Eine Kücheninstallation, 22 Jahre alt, lebensgefährlich oder brandgefährlich, ist ein Fertighaus, das brennt gut. Oben abgedeckt, oberhalb der Hängeschränke, dort waren 2 Schaltwandler, neudeutsch elektronischer Trafo, für Halogenlampen. Seit 22 Jahren im Dauerbetrieb und wenn die Lampen eingeschaltet wurden, dann war die Hölle los. Jetzt ist ganz simpel ersetzt durch einen Schalter an der Wand. So, jetzt ist Ruhe. Also das ist unbedingt wichtig, Haus erstmal selber prüfen. Man sollte immer, bevor man schimpft, prüfen, ob man nicht selber Dreck am Stecken hat. Die wenigsten wissen, dass es in der EU einen EU-Guide, einen sogenannten Blue-Guide gibt. Der ist übergeordnet über alle Direktiven und 2 für uns wichtige Dinge stehen drin. Du musst Schutzzieler haben, das sagt die Direktive schon, und du musst eine Risk Assessment machen, einem Produkthersteller. Und jetzt kommt es.
Du musst über den Lebenszeitraum, die Zyklusspanne des Produktes sicherstellen, dass deine Entstörmaßnahmen oder Schutzmaßnahmen gewährleistet sind. Hm. Die Botschaft ist im Großteil der Industrie noch nicht an. Ja. Ja, das ist, vor allen Dingen. Naja, das ist Austrocknen der Elkos ist natürlich das Schönste. Das ist alles bekannt. Aber ja. Draußen haben Sie selbst noch Schwierigkeiten überhaupt zu begreifen, oh, ich muss das in die Risikoanalyse. Ja. Ein Beispiel übrigens Notleuchten. Hier, sowas wie da. Die hatten früher 4 Nickel-Cadmium-Akkus und da brannte so ganz dunkel eine kleine Glühlampe. Das ist der Stromregler für die Ladeschaltung. Und dann hatten wir bei uns im OV plötzlich ein irres Spektrum, so typisch Sinus X durch X, auf 2 Meter. War sauber zu peilen. Wir haben es gemessen, kam die Bundesnetzagentur, die haben die gleiche Messung gehabt. Und was war es? Eine Notleuchte, wo die Akkus, wo die Elkos innen drin ausgetrocknet waren. Und es gab dann Nadelpulse, einen Doppelpuls, alle 20 Millisekunden, um 10 Millisekunden versetzten Einzelpuls. Die kannten das, die Abhilfe war ganz einfach. Seitenschneider. Das hat die Bundesnetzagentur und der Hausmeister gemacht. Für Notausgang. Für Notausgang musste abgeschaltet werden und dann natürlich blitzartig was Neues. Ja, sorry, wenn der stört, das ist nicht zulässig. Nein. Da waren die hart. Da hätte ich immer einen Rechtsanwalt gerne zugehört. Aber Sicherheitsrelevant ist der Aber die, Sie haben, es wurde sofort, ja, der Elektriker, das war am Wochenende oder am Freitag, der hat ein neues Ding reingebaut. Das ist eine Gemeinschaftshalle in Sinden, das ist kein Problem gewesen. Aber das, sagen wir so, was die Bundesnetzagentur dann macht, das betrifft mich nicht. Ja. Da war noch eine Frage, bitte. Ja, wir müssen ein bisschen formell aufpassen. Das sind keine Funkdienste. Die Recommendation, die immer angezogen wird, gilt natürlich nur für den Funkdienst. Wir stören nicht sich 2 Funkdienste, sondern ein Funkdienst oder mehrere Funkdienste werden durch etwas völlig anderes gestört. Das ist das Problem. Hm. Und wir müssen auch sehen, dass die Studienkommission 3, die sich damit beschäftigt, sind wir beteiligt an der Weiterentwicklung. Weil ich habe jetzt auch in mehreren Vorträgen gehört, wie wichtig die Aussage ist in diesem Ding. Das habe ich bisher noch nicht so richtig angesehen. Sind wir damit drin, in dem Prozess, die zu verbessern? Ich könnte mir vorstellen, die Netzagentur wird das begrüßen, wenn der DRC sich offiziell zu der 372 äußert und zur Version 14 der 3 trägt. Und dann entsprechend, glaube ich, Kannst du das antworten? Also wir haben ja ein Normenreferat, die kümmern sich, da sind schon dabei. Also ich weiß es jetzt nicht speziell bei dieser Vorschrift, das kann ich nicht sagen. Ja, ja. Ja. Da oben war eins, Entschuldigung, bitte. Ja. Wir haben genau an das schon gedacht, da wir etwas über 20 Distrikte haben und dementsprechend haben sollten genauso viele EMV-Referenten, im Augenblick ist dem nicht so, werden wir genau das machen. Im Schnitt ergeben sich etwas über 2 Empfänger pro Distrikt. Also da wir keine 2,2 Empfänger bauen können oder 0,2 Empfänger, machen wir das natürlich so, irgendein Distrikt kriegt dann 3. Genau das ist vorgesehen. Und wir haben nächste Woche in Bebra haben wir ein Meeting aller EMV-Referenten und noch weiteren Spezialisten. Und da werden wir diese Sache ansprechen. Wir denken auch an Ausleihbare, dass wir ein paar Geräte nicht ganz fest montieren. Aber wichtig ist, eine Woche reicht nicht. Also ein Gerät sollte schon, damit wir Aussage haben, über einen kompletten Jahr, ein Jahr an einem Ort sein. Die Leihgeräte nicht, aber wenn wir müssen eine Aussage haben, gerade wenn mehr Heizung läuft oder weniger im Sommer, Klimaanlagen vielleicht, da sollten wir
einige Geräte lang laufen haben. Ja. Das wird regelmäßig aus. Der Klaus hat es vorhin, glaube ich, schon gesagt, dass es regelmäßig wochenweise ausgewertet werden wird und dann entsprechend veröffentlicht. Wird es eine Webseite dafür geben, wo dann diese Ergebnisse veröffentlicht werden? Wird vielleicht am Anfang ein bisschen nackt aussehen, aber das füllt sich dann mit der Zeit. Ja. Und wenn er schon DCF-77 empfangt, ja, und mit dem Preis euch überlegt, dann ersetzt den GPS-Empfänger einfach durch Software, die DCF-77 auswertet. Ja. Und noch eine ganz andere Idee für so Störungsmeldungen. Unheimlich viele Leute haben mittlerweile SDRs und haben aber halt chinesisches S-Meter. Jetzt für eine ausgesprochen interessante Möglichkeit, wenn man bei irgendwelchen Störungsmeldungen an den DRC entsprechend Screenshots mitschicken könnte und den Leuten empfiehlt, schaut, dass auf dem Screenshot bekannte Sender zu empfangen sind. DCF 77 zum Beispiel im 400 kHz Bereich, die Omnidirectional. Die NDBs, ja. Wir haben hier in München einen riesigen Flughafen, da läuft um 400 kHz herum eine ganze Menge. Und wenn einer 20 Kilometer vom Flughafen weg ist, die Feldstärke dieser Beacon ist bekannt, dann kann man allein durch genau hinschauen in diese Spektralanzeigen sich relativ genau überlegen, welches Feldstärke es geht. Mhm. Und grad, ich habe auch so eine aktive Empfangsantenne laufen, die sind sehr linear. Von mir aus eine halbe Oktave hinweg, da geht es halt mal um 3 dB oder so. Mhm. Aber ich würde sagen, das ist viel genauer als alles, was man in der S-Meter anzeigen muss. Ja, S-Meter sind, ist was Grausliches. Muss man ganz, ein S-Meter, wenn es gut ist, ja, dann nennt man es anders. Also vernünftige Anzeigen, Eingangsspannungsanzeigen an Empfängern, kann man nachprüfen, auf plus minus 1 dB stimmen die mit dem Messsender überein, inklusive des Teilerfehlers des Messsenders. Denn der hat auch 0,3 dB, ganz leicht mal einen Fehler. Ja. Ja. Okay, vielen Dank, war ein guter Hinweis auf den DCF-77. Jetzt haben wir noch eine Frage.
Frage da und dann, glaube ich, können wir langsam. Entschuldigung, bitte, ich habe es IP6 verwenden. Hm. Alles klar. Hm. Ja. Wir sollten IP6 verwenden, wenn wir das ganze Projekt machen. Bei IPv4 am Limit ist und wir sollten schauen, dass wir gleich IP6 verwenden. Vielen Dank, das ist eigentlich ein guter Hinweis. Vielleicht doch ganz zum Schluss Hilfsmittel zur Störerklassifikation, Beispiele auf der EMV-Seite. Ich kann es nur wieder empfehlen, hier als EMV-Seite stehen sehr viele Sachen drauf, auch was man tun hat, wenn man Störungen hat. Ich kann jedem nur empfehlen, gebt eine Störungsmeldung bei der Bundesnetzagentur. Wie der Klaus vorhin gesagt hat, die Leute vom Netzdienst sind unglaublich hilfreich, sie sind unglaublich bemüht, hier was zu tun und fast in allen Fällen schaffen sie es auch, die Störquelle zu finden und abzuschalten. Es gibt wenige, wo sie es nicht machen, aber sie können auch nur helfen, wenn wir ihre Hilfe anfordern. Nach wie vor ist es für uns ja kostenlos, wir müssen nichts bezahlen, es wird durch den EMV-Beitrag, den alle Funkoperatoren zu bezahlen haben, dann abgedeckt. Aber ich kann jeden nur ermuntern, wenn er Störungen hat, die Störungsmeldungen entsprechend abzugeben. Ja. Gut, ansonsten Klaus, vielen Dank. Danke. Ja. Wir können ganz kurz noch eins dazu. Ja. Wir haben vor. Noch eine Signaturdatenbank, es gibt bereits ein paar Aufnahmen, zu erstellen, wo die gängigen Störer sowohl im Zeit- als auch im Frequenzbereich als auch demoduliert akustisch aufgenommen wird. Das Ideale wäre natürlich, man gibt es ein und sagt, okay, das ist der Störer. Das werden wir wohl niemals schaffen, aber im Prinzip ist es eine Signaturanalyse. Das hilft, um einen Störer zu erkennen, denn wenn man weiß, wonach man suchen muss, hat man eine höhere Chance, es zu finden, als wenn man es nicht weiß.